Die sogenannte Identitäre Bewegung, kurz IB, ist in Deutschland seit Mitte der 2010er Jahre aktiv. Sie verbreitet ihre Aktionen vielfach in sozialen Netzwerken. Dabei arbeiten die Rechtsextremen geschickt mit einer unverdächtigen Sprache und verwenden meist positiv besetzte Begriffe. Ihre Aktionen richten sich gegen Migration und das von ihnen verhöhnte Multikulti. Im Kern ist die Bewegung fremdenfeindlich, kulturrassistisch und islamfeindlich. In der Migration und einer Islamisierung soll die Wurzel aller Missstände liegen. Mit diesen einfachen Lösungsangeboten aller Probleme zielt die Bewegung jedoch auf eine Spaltung unserer Gesellschaft. Rassismus und Fremdenfeindlichkeit treffen dabei alle, die aufgrund ihres Aussehens dem Fremdsein zugeordnet werden. Auch viele Deutsche trifft das. Rechtsextreme zersetzen und spalten unsere Gesellschaft. Das Idealbild einer ethnisch und sogenannten völkisch getrennten und reinen Kultur ist ein Hirngespinst und hat nichts mit der Realität in unserer Gesellschaft zu tun. Deutschland hat mehr zu bieten. Zu allen Zeiten der Menschheitsgeschichte gab es Zu- und Abwanderung, gab es Migration. Wo liegen die Wurzeln deiner Familie in den letzten Generationen? Wo hat der heutige Mensch in Europa seinen Ursprung? Zu den neueren Themen Rechtsradikaler gehört auch die Islamfeindlichkeit. Studien belegen, dass rund 40% der Deutschen Zuwanderung von Muslimen und Musliminnen einschränken wollen. Die wenigsten von ihnen sind Rechtsradikale. Populisten und Extremisten versuchen diese Stimmung jedoch für sich zu nutzen und die Vorbehalte mit ihrem antimuslimischen Rassismus zu untermauern.